Kapitel 16. Tödliche Spuren. Aurora. Wieder einmal ließ die Maske nicht zu, dass Epsilon die Miene ihres Gegenübers lesen könnte. Ich dachte, du hattest gesagt, dass du nie wirklich geglaubt hattest, dass sie an Elementaras Tod schuld ist. Offensichtlicherweise. Aber du traust ihr zu, die Plotkaiserin zu sein. Verheimliche es nicht. Ich habe das Puzzle vervollständigt. Dann besuche doch gerne bald mal deine Aurora und frag sie aus. Vielleicht komme ich ja sogar vorbei. Ich wüsste gerne, was sie über diese Anschuldigungen sagt. Epsilon, weißt du, wo dein Problem liegt? Vor dir liegt ein Puzzle mit tausenden Teilen. Du hast nun aus 11 davon ein Bild gebaut, ewig nach Nummer 12 gesucht und behauptest nun, das Puzzle gelöst zu haben. Du redest immer, als gäbe es nur eine Handvoll Pokémon, die überhaupt in der Lage wären, unter dieser Maske zu stecken. Es können nur die wenigen sein, in deren Nähe du dich aufhältst. Glaubst du ernsthaft, dass du mir überhaupt schon einmal begegnet bist, während ich ohne Maske war? Du tust dasselbe, was Elementara das Leben gekostet hat. Du stellst Theorien auf und behandelst diese wie Fakten. Der Plotkaiser verstaute seine Klinge nun in einem extra dafür geschaffenen Einsatz. Für heute trennen sich unsere Wege. Aber glaube mir, ich werde nicht vergessen. Und nicht gnädig sein. Überlege dir gut, ob du weiter voranschreiten willst. Und überlege dir gut, wen du dir außer mir zum Feind machen willst. Dies waren die letzten Worte, welche gesprochen wurden, bevor der Plotkaiser in einer Wolke aus Rauch schwand. Nun... interessantes Schauspiel gegen Ende. Aber Epsilon war sich zu 100% sicher, wer sich unter dieser Maske befunden hatte. Vermutlich sollte sie Aurora wirklich einmal darauf ansprechen. Aber zuvor... wie ging sie nun mit der Liga um? Vielleicht, wenn sie irgendwie beweisen könnte, wer Elementara wirklich war, könnte sie dann Schuld von sich weisen. Oder sich rechtfertigen? Zunächst einmal musste sie aber zurückkehren. Zurück nach Kiratown. Kurz blickte das Sorok auf ihren Bauch. Die Schnittwunde vom Beginn des Kampfes zog sich weit. Sie irgendwie zu verheimlichen wäre wohl kaum möglich. Gleichzeitig konnte natürlich niemand erfahren, wie genau Epsilon sie erhalten hatte. Oder... vielleicht ja doch. Es müsste ja niemand erfahren, warum sie gegen den Kaiser gekämpft hatte. Vielleicht könnte sie die Situation ja noch einmal etwas drehen und für sich selber ausrichten. Gleichzeitig musste sie nun erst einmal ganz dringend das Vertrauen ihrer Tochter zurückgewinnen. Der nächste Tag war angebrochen. Eine neue Versammlung wurde zusammengerufen, an welcher Epsilon auch teilnahm, obwohl sehr klar war, dass nicht alle unbedingt glücklich über ihre Teilnahme waren. Verständlicherweise. Aber heute hatte sie keinen Grund mehr, falsche Anschuldigungen um sich zu werfen. Stattdessen war das primäre Ziel, irgendwie die Wahrheit über Elementara ans Licht zu bringen, ohne zu zeigen, was sie wirklich wusste. Also... gestern haben wir uns auf heute geeinigt. Heute will ich also wirklich Vorschläge hören. Wie finden wir Spuren? Wie sollten wir vorgehen? Sofort wollte Epsilon beginnen zu reden. Doch Darkrai stoppte sie sofort.
Überleg dir sehr gut, was du sagen willst, bevor du es tatsächlich aussprichst. Klar? Das habe ich, keine Sorge. Ich wollte nur eine Frage einwerfen, Darkrai. Habt ihr schon elementares Büro durchsucht? Hältst du es für irgendwie möglich, dass ihr ein Tagebuch geführt hat oder so etwas? Weil wenn ja, das könnte uns doch weit bringen. Oder möchte mir da jemand widersprechen? Auch wenn mehrere Blicke umherfielen, die wirkten, als würden sie dies wollen, wenn auch nur aus Prinzip, blieben alle stumm. Darkrai wirkte von dieser Frage etwas verschreckt. Naja, also, ich weiß schon, dass sie sowas hatte. Sie hat es das ein oder andere Mal so nebenbei erwähnt, aber ein Tagebuch ist Privatsache, Epsilon. Was Elementara dort reingeschrieben hat, geht niemanden von uns etwas an. Aber was, wenn wir denn Hintergründe finden könnten? Vielleicht hat sie ja sogar etwas geschrieben, bevor sie sich am Abend auf die Reise gemacht hat. Willst du wirklich die Privatsphäre einer Verstorbenen über eine Chance, sie zu rächen, stellen? Nein. Also, doch, aber... Nun tatsächlich aus dem Konzept gebracht, schien Darkrai etwas verloren. Seine verbleibende Teampartnerin entschied sich als erste, sich tatsächlich auf Seiten des Zoroark zu stellen. Weißt du, sie hat doch eigentlich recht, oder? Glaubst du nicht, Elementara wäre damit einverstanden gewesen? Aber sie würde doch auch nicht wollen, dass jedes ihrer Geheimnisse öffentlich wird. Muss es das? Ich meine, es hat keiner verlangt, dass das Tagebuch irgendwie zur Schau gestellt wird. Ich hätte gedacht, dass es am besten wäre, wenn du es selber liest, Darkrai. Wenn Elementara jemandem die Dinge, die dort stehen, anvertraut hätte, dann ja wohl dir. Nur, es sollte vielleicht noch jemand aus Team Nordica dabei sein. Nicht, weil ich dir nicht traue, Darkrai, aber... Okay, eigentlich genau deswegen. In diesem Fall zumindest. Wenn es um Elementara geht, weil du vielleicht unschöne Wahrheiten beschönigen wollen würdest. Ich würde mich davon angegriffen fühlen, wenn du nicht recht hättest. Also, wie sehen es die anderen hier? Gibt es andere Meinungen? Außer dir selber scheinbar nicht, Darkrai, nein. Ich empfehle dir, Siraoras Angebot zu folgen. Wir sind uns anscheinend alle einig, dass diese Suche nötig ist. Und wenn du es nicht selber machst, wird jemand anderes die Information suchen. Ist dir das lieber? Ich mach's ja. Aber gefallen muss mir das nicht. Das muss es nicht, nein. Aber du musst es akzeptieren. Also gut, ich bin hier ja eindeutig überstimmt. Also, ihr wollt, dass mich jemand begleitet? Nordica einigt euch drauf, wer das übernimmt. / Polana Vatra, ihr seid für heute hier fertig. Wir treffen uns morgen um dieselbe Zeit, um die Ergebnisse zu besprechen. Ein weiterer freier Tag. Eigentlich gab es vor allem einen wichtigen Programmpunkt für Epsilon. Doch Siraora sah das natürlich anders. Training! Und Epsilon konnte sich schlecht weigern. Gerade im Hinblick auf das baldige Königsliga-Turnier. Was auch noch etwas war, was sie unbedingt besprechen musste. Sag mal, Siraora, wenn wir die Liga gewinnen würden, worum würde es dir denn dann wirklich gehen? Worum es mir wirklich gehen wird? Was zur Hölle meinst du? Ums Gewinnen. Ja, aber... Wofür willst du gewinnen? Für den Ruhm? Das Kaiseremblem? Um etwas zu beweisen? Also... irgendwie das Letzte? Keine Ahnung, ich will halt einfach gewinnen. Lass mir meinen Ehrgeiz. Ich will zeigen, dass wir das Zeug für die Spitze haben. Gut. Du hast ja auch mitbekommen, dass Aurora und Kel die Plot-Armor derzeit sammeln, denke ich. Weil... Ich habe ja schon nebenbei erwähnt, dass sie das Kaiser-Emblem brauchen. Ich habe ihnen versprochen,
dass sie im Falle unseres Sieges das Kaiseremblem haben könnten. Bitte was? Bist du vollkommen dumm? Warum besprichst du das nicht einmal mit mir? Hör mir erst einmal zu. Ich denke, du wirst mir danach auch zustimmen. Das Kaiseremblem, ganz grob gesagt, es ist das letzte Teil der Rüstung, die sie suchen. Sie brauchen es für den Kampf gegen den Kaiser. Deswegen werden sie selber versuchen, die Liga zu gewinnen. Aber ich habe ihnen eben auch versprochen, dass sie auch im Falle unseres Sieges voranschreiten könnten. Ich meine, du hast schon recht damit, dass ich dir zustimme, wenn du recht hast. Wenn die beiden das Emblem wirklich für ihre Rüstung brauchen, dann ist das deutlich wichtiger als eine Auszeichnung für uns. Aber warum genau besprichst du das so im Detail erst jetzt mit mir? Und warum versucht ihr nicht irgendwie mit Darkrai das Ganze abzusprechen? Er leitet gerade die Liga und würde das doch bestimmt verstehen. Er würde uns glauben wollen, aber ohne Beweise unsererseits hätte er keine Rechtfertigung gegenüber der Liga, weshalb ihm die Hände gebunden wären. Außerdem hat Darkrai ohnehin gerade andere Sorgen. Erneut schien der Mond über Kiratown hinweg. Ein einzelner Schatten schwebte durch das Land, auf dem Weg zu einem besonderen Felsen, welcher im Sonnenaufgang seinen Schatten auf einen Baumstumpf wirft. Es konnte nicht wahr sein. Nicht wirklich. Und doch würde Darkrai Elementara nun nie nach der Wahrheit fragen können. Und konnte nur glauben, dass die Worte ihres Tagebuches die Wahrheit waren. Ich habe mich entschieden, mich dem Kaiser wirklich anzuschließen. Ich habe erst gezweifelt, doch ich vertraue ihm. Das Wissen, wer unter der Maske steckt, lastete zunächst, rechtfertigte danach aber meinen Entschluss. Dies waren die Worte gewesen, welche das stumme Papier förmlich geschrien hatte. Jahr um Jahr hatte Darkrai mit seiner Partnerin verbracht, dachte, sie wären wahrlich unzertrennlich. Und nun musste er herausfinden, dass sie seit Jahren bereits ein Geheimnis hütete, welches alles verändern würde. Sie hatte den gesamten Kampf gegen den Plottkaiser geleitet, obwohl sie in Wahrheit auf seiner Seite gestanden hatte. Und nicht ein einziges Mal hatte der Schatten auch nur irgendetwas geahnt. Und was noch schlimmer war, er würde irgendwie vor der gesamten Versammlung erklären müssen, wer Elementara wirklich gewesen war. Doch gleichzeitig merkte er bereits, dass auch dieses neue Wissen seine Emotionen nicht wahrlich verändern konnten. Seine Partnerin hatte ein geheimes, zweites Leben geführt. Hatte aber, wenn ihr Tagebuch die Wahrheit sprach, nie irgendwelche Angriffe aktiv geplant oder gar teilgenommen. Alles, was sie getan hatte, war, an den Kaiser und seine Ideale zu glauben. Und diesem einen Halt in der Liga zu geben. Und dies nicht, weil sie in Wahrheit niederträchtig war, sondern da sie überzeugt war. Überzeugt, dass der Plottkaiser für das Gute kämpfte. Dass sein Weg zum Frieden der wahre war. All diese Gedanken waren der Grund, weshalb er bereits so bald das Grab der Verstorbenen wieder besuchen musste. Zwar konnte sie keine Fragen beantworten, doch das Gefühl ihrer Präsenz könnte Darkrai helfen, seine Gedanken zu ordnen. Und egal, wie er sich nun auch entscheiden würde, wer auch immer ihr das Leben genommen hatte, war mehr als nur im Unrecht. Und nichts könnte den Schatten davon abhalten, Rache zu üben.
Auch das Feuer in seinem Inneren schien bei diesem Gedanken aufzuflammen. Als im Dunkeln der Nacht wieder ein leichtes rotes Glühen sichtbar wurde, welches von Darkrai selber ausging. Womit der Schatten jedoch nicht gerechnet hatte, war, dass als er endlich das Grab erreichte, dort bereits jemand anderes wartete. Eine Gestalt mit blauer Rüstung und rotem Umhang, kniend vor dem Stein, welchen der neue Leiter der Liga selber gemeißelt hatte. Instinktiv materialisierte sich eine Klinge in der Hand Darkreis, deren Leuchten den Plottkaiser auf seine Anwesenheit aufmerksam machte. Was suchst du hier, Verruchter? Verschwinde! Lass Elementara ruhen! Geh! Und lass dich hier nie wieder blicken! Anstatt zu reagieren, blickte das vermummte Pokémon sein Gegenüber kurz, aber durchdringend an. Sein Blick fühlte sich jedoch nicht hasserfüllt oder zornig an. Du kennst die Wahrheit über sie bereits, nicht? Ich bin nicht hier, um Schlimmes zu tun. Stattdessen bin ich wieder hier, um sie zu besuchen. Weißt du, ich glaube fest daran, auch wenn sie nicht mehr körperlich bei uns ist. Ihr Geist lebt an diesem Ort weiter. Sie hatte auch zu Lebzeiten schon recht. Dieser Ort ist besonders. Allgemein war Elementara oft weiser, als manche glauben wollten. Etwas unsicher näherte sich Darkrai weiter an. Es stimmte. Elementaras Aufzeichnungen hatten ihre Freundschaft zum Kaiser klar gezeigt. Ich will nicht kämpfen. Weder hier noch mit dir. Elementara hätte es nicht gewollt. Zudem habe ich keinen Grund, dich als einen Feind zu behandeln. Außer du behandelst mich als solchen. Zwar schwand das Misstrauen nicht völlig, doch Darkrai fühlte sich sicher genug, um seine Klinge schwinden zu lassen, als er selber sich zum Grabstein begab. Dass sie wahrlich auf deiner Seite stand. Ich habe es nie geahnt. War ich ein schlechter Partner, hätte ich es wissen müssen. Ich denke beinahe, du warst ein zu guter Freund hierfür. Du hast ihr zu sehr vertraut, um die Hinweise wahrzunehmen. Genau wie sie, bevor... Plötzlich schienen die Augen des Kaisers aufzuleuchten. Darkrai, ich weiß, du hältst nicht viel vom Plottkaiser. Aber in dieser Sache, lass uns zusammenarbeiten. Ungerne. Worin? Gestern Nacht war ich auch an diesem Ort. Und ein anderes Pokémon ist aufgetaucht. So wie du heute. Ein Pokémon, das mir von Angesicht zu Angesicht gestand, Elementara getötet zu haben. Im Glauben, dass sie meine Feindin wäre. Ein Pokémon, welches seit Monaten Teil meiner Kämpfer werden will. Ein Pokémon, das seine Finsternis versteckt. Du kennst Elementaras Mörder und hast ihn noch nicht bestraft. Sie hat mich besiegt. Irgendwie habe ich gegen ein normales Pokémon verloren. Aber lass mich dir alles erzählen, was ich weiß, was sie euch verheimlicht. Alles, was Epsilon wirklich ist.